We've been waiting, anticipating change coming our way. You're my baby, through the bad nights to the brighter days. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal von Genia Volk. Freut mich, das wieder ein Video hochzuladen für euch da draußen. Und falls du natürlich neu auf dem Kanal bist, kannst du natürlich kostenfreies Abonnement da lassen. Ist alles, kostet fast gar nichts. Also kostet nichts, mein Freund, kostet nichts. Denkt an Instagramos. Da kommen immer lustige Videos, lustige Stories. Du weißt Bescheid, ich brauche das nicht weiter zu erklären. Heute haben wir eine Player-Review über Gerard Piqué als Ultimate Scream Edition. Seine 90er Karte, die sehen wir jetzt. Da seht ihr das. Gerard Piqué, 90er Karte, 72 Tempo, 80 Dribbling, 63 Schuss, 90 Defense, 74 Pass, 82 Physis. Am 2.2.1987 geboren, Größe 1,94, 12 Spiele habe ich mit dem gemacht, Arbeitsraten hoch Mittel, dazu sage ich auch gleich was. Rechter Fuß ist stark, schwacher Fuß ist 3 Sterne, Spezialbewegung 2 Sterne und 2 gelbe Karten. Also ich habe ihn jetzt nur Food Champions eigentlich geballert. Hier sehen wir seine Attributdetails. Wir haben natürlich Shadow gegeben, Jungs. Ich empfehle auch Shadow zu geben. Ich habe natürlich über eine halbe Stunde, Shadow gesniped oder versucht zu kaufen. Irgendwann war ich so erfolgreich und dann konnte ich auch in meine ersten Games gehen. Ihr seht es, Antritt 61. Wir pushen ihn mit Shadow auf 76. Ja, Sprintgeschwindigkeit hat er 81. Wir pushen es auf 91. Gucken wir zu seinen Defense-Werten. 91 Abfangen, ihr seht es immer rechts daneben, das brauche ich nicht jedes Mal erklären. Abfangen 91, Kopfballposition 86, defensives Bewusstsein 91, faire Zweikämpfe 90, Grätsche 88, Physis Sprungkraft 76, der ist relativ groß. Wenn so ein Insigne kommt oder so mit 1,50 Meter, also, ja, also, der Typ, fix ihn weg, Alter. Ausdauer 71, Stärke 89, mega geil, Aggressivität 77. Was natürlich jetzt bei ihm natürlich wirklich hervorragend ist, einmal sein kurzer Pass ist 85, langer Pass ist 83. Der hat auch eine gewisse Ruhe am Ball, mega geil, eine Ruhe mit 99. Meine Freunde, ich habe euch zwei Spiele mitgebracht, die sind von heute ist der 2.11. Ja, also von Samstag, das Video kommt Sonntag online. Und wir gehen mal ganz kurz in seine, ich habe da was mitgebracht, wie stark er ist, was der alles kann. Und ganz am Ende des Videos haben wir ein riesengroßes Fazit, ob ich gut sage, nicht gut, gut, nicht gut, kaufen, nicht kaufen. Und ist die Frage, ist er es wert von den Coins oder nicht? Finden wir gleich heraus. So, Ladies, ich habe euch natürlich ein paar Szenen mitgebracht. Ihr seht es, das wird jetzt alles so aneinander geschnitten sein. Es sind zwei Spiele insgesamt und wir reden mal ein bisschen über Gerard Piqué, was der alles kann, was mir wirklich positiv aufgefallen ist. Und zwar, wir sehen einmal sein Stellungsspiel, sein Zweikampfverhalten, seine Körperhalterung, Körperhalterung ist klar, seine Körperhaltung, das ist echt Wahnsinn. Also seine Tacklings, die sind immer on point. Das ist wirklich wahnsinnig. Also ich habe ihn und Longley, ich weiß nicht, ob man Longley sagt, keine Ahnung, schreibt mal rein, ob es richtig oder falsch ist. Ihn und Longley, also das ist so ein krankes Duo. Und Piqué, weil er natürlich sehr, sehr, sehr groß ist, hat er natürlich auch wirklich lange Stelzen, wo er den Ball weggrätschen kann, wegtackeln kann. Es ist echt unfassbar. Was natürlich bei dem positiv ist, ihr seht es selbst, ja, seine Passstaffetten, wirklich seine Passstaffetten, die sind wirklich sehr, sehr, sehr sicher. Da merkt man seine Ruhe mit 99. Wenn er den Ball hat, der ist nicht überhastet, der Ball ist, der verteilt den vernünftig, hat ein sehr, sehr, sehr sicheres Passspiel. Obwohl es nur 80 und 85, 83 und 85 ist, macht er das mega stark. Da in dieser Szene wieder schön den Raum gedeckt und da, wo der Pass auch hingehen sollte. Wir haben hier halt Gegner gehabt, ich glaube, die sind an dem wirklich verzweifelt. Das ist einer
der geilsten Verteidiger, die ich jetzt gespielt habe. Der ist wirklich krass. Ja, der tackelt immer, der ist immer da, wo er sein muss. Der hat natürlich Arbeitsraten Hochmittel. Ich persönlich finde, man merkt das überhaupt nicht, sein Hochmittel. Da hat er Ball verloren und zack, gewinnt er den wieder. Das ist wirklich krass. Also ihn und Longley. Also es ist wirklich eine richtige Waffe hinten, das muss man wirklich sagen. Diese Szenen, echt unglaublich. Also der hat alles weggeholt bei dem Gegner. Ich glaube, der ist wirklich verzweifelt. Der hatte, glaube ich, irgendwann keinen Bock mehr. Hier beim Chong blockierte auch nochmal schön den Ball. Also wahnsinnig, da wieder zack, Raum gedeckt, so wie es sein soll. Ja, meine Freunde. Ihr habt jetzt ein paar Szenen von mir gesehen, das waren 2-3 Minuten, habe ich natürlich ein bisschen immer gelabert. Ich hoffe, das ist so für euch okay, diese ganze Gestaltung. Und jetzt kommen wir natürlich zu seinem kompletten Fazit, auf was habe ich geachtet. Ich habe natürlich schon 12 Spiele geballert und da kann ich euch sagen, was der kann, was der nicht kann. Und zwar kommen wir zu seinem, ich würde sagen, zu seinem Tempo. Ja, zu seinem Tempo. Wir haben ihm jetzt natürlich mit Shadow 76 gegeben, Antritt und 91 Sprintgeschwindigkeit. Ich hatte auch ein paar Laufduelle gehabt mit ihm und Antritt, klar, man merkt das natürlich, die 76 dann, aber die Sprintgeschwindigkeit mit 91, der holt wirklich, der war auf dem Flügel mit gegen Pepe, also das war, der hat ihn eingeholt, ja, der hat ihn wirklich eingeholt und mit Insigne war genau das Gleiche. Also Tempo gebe ich ihm, sage ich mal, eine 9 von 10. Ja, man könnte, da ist noch Luft nach oben, ja, aber das reicht vollkommen aus, das reicht vollkommen aus, meine Freunde. Dann kommen wir zu seinem Passspiel, okay, Mikrofon geht hier einfach kaputt, Digga, wir sehen uns gleich wieder. Und da kommen wir natürlich zu seinem Passspiel, kurzer Pass hat er 85, langer Pass hat er 83 und ich finde, der hat jetzt in den ganzen 12 Spielen, wenn es hochkommt, 10 Feldpässe gemacht, wenn es hochkommt. Vom Passen gebe ich ihm wirklich aus seinem eigenen Feld nach vorne, ob das jetzt ein Steilpass ist oder ein normaler Pass oder ein Hochpass oder keine Ahnung. Also vom Passen gebe ich eine 10 von 10. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich krank. Das ist einer der sichersten Verteidiger hinten, was wirklich die Bälle zum Rausspielen geht. Kommen wir zu seiner Ruhe, zu seinem Dribbling. Kann man eigentlich sagen Dribbling? Kann man Dribbling sagen? Ja. Also der, wenn er den Ball hat, klar, der ist unbeweglich. Man merkt das mit seinen 41 Balance, ist richtig. Zu seinem Dribbling kann man eigentlich sagen, eine 8 von 10. Ja, eine 8 von 10. Gut, bei ihm braucht man nicht so viel Dribbling halt. Ne? Jetzt kommen wir natürlich zu seinen heftigen Werten. Ja, gehen wir in den Defensivbereich. Ja, wie zum Beispiel Zweikampf. Zweikampf und 1 gegen 1. Der knallt die Gegenspieler weg. Das ist so wie, weiß ich nicht. Kennt ihr so einen Ball, wenn ihr so einen Ball habt und irgendwer läuft gegen und fliegt weg? Das ist genau das gleiche bei Piqué. Das ist echt unfassbar. Und ich gebe ihn auf jeden Fall für Zweikämpfe und für Zweikämpfe und 1 gegen 1 Situation gebe ich eine 10 von 10. Ein verdammt geiler Verteidiger. Verdammt geiler Verteidiger. Dann kommen wir zu seinem Stellungsspiel, zu seinem Defensivbewusstsein, wenn man das so sagen kann. Da gebe ich ihm, ihr seht selber, in den letzten Szenen war es so, dass er wirklich jeden Ball, er wusste, wo er stehen muss, er war in den Raum, läuft raus, hat den Ball, der Gegner hat keine Chance zu reagieren, weil Piqué einfach on point war und ist. Ja, da gebe ich ihm natürlich von seinem Zweikampf und 1 gegen 1 gebe ich ihm auch eine 10 von, ne Quatsch, Stellungsspiel, ich Vollidiot, Stellungsspiel und da gebe ich ihm auch eine 10 von 10. Einfach nur hervorragend. Kommen wir zu seiner Sprungkraft und zu seinem Kopfballverhalten, ja. Der ist schon eine kleine Lufthoheit, obwohl er so wenig Sprungkraft hat. Gut, er muss auf Zehenspitzen gehen, ist er, weiß ich nicht, so groß wie halb FIFA, wenn nicht noch größer. Vom Kopfballverhalten gebe ich eine 9 von 10. Mega, mega geil. Und kommen wir zu seiner Stärke, zu seinem Körper. Also ich habe manchmal, glaube ich, gedacht, dass in einer Situation sieht man, Piqué deckt den Mann, ja, und der Ball kommt und der Gegner spielt zu schnell, versucht 1 gegen 1 zu gehen, auf einmal, bam, Piqué ist da, wie so ein Koloss, Alter. Das ist wie so ein Panzer, wie so eine richtige chinesische Mauer da hinten. Da kommst du einfach nicht durch. Sein Körper und seine Stärke, es ist wirklich Wahnsinn. Gebe ich eine 10 von 10. Ihr seht es, ich verteile so viele Punkte. Warum?
weil das für mich einer der besten Verteidiger ist. Ich hatte Van Dijk und er lässt sich so wie Van Dijk spielen. Klar, Van Dijk ist vielleicht ein Tuck schneller, aber wenn man einen Van Dijk und einen Piqué daneben hat, kommt hinten keiner mehr durch. Es kommt hinten keiner mehr durch. Das ist total krank. Also ich finde, für 130.000, ich habe 130 abgeschlossen, ich weiß nicht, was er ist, kostet vielleicht 120, 150. Aber, Jungs, wenn ihr das machen könnt, macht den. Dieser Typ ist krank. Also ein Overall-Rating von 10 bekommt dann eine 10. Also eine 10 von 10. Ja, das ist einfach nur heftig. Der Typ macht so Laune. Was natürlich geil bei dem ist, ihr könnt ihn geil linken mit Longley, mit Varane, mit Ter Stegen, mit Jordi Alba, mit Mondi, mit allem. Ter Stegen ist einer der besten Torhüter. Zuerst kommt Yashin, dann kommt Ter Stegen. Ja, ihr wisst Bescheid. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dieser Piqué, einfach nur krank, meine Freunde. Einfach nur richtig, richtig krank. Ich würde sagen, ist er es die Coins wert? Definitiv, meine Herren und Damen da draußen. Definitiv. Und ja, das war's. Ich bin raus. Falls du neu Kanal bist, kannst du kostenfrei gerne abonnieren. Und vergesse nicht zu liken und mit Freunden zu teilen. Und tschüss.